Hallo und herzlich willkommen auf Aktienlust. Heute geht es um die Schnäppchenaktien Deutschland, Europa. Jürgen, wie kommen die Zuschauer denn an diese Liste ran? Ja, grundsätzlich alle, die natürlich Teil 1, nämlich unsere Schnäppchenorientierungsliste USA, schon angefordert haben, bei uns im Aktienlust-Newsletter natürlich schon registriert sind. Der sollte ja eh Pflicht sein für alle Aktienlust-Fans. Kostenlos, täglich Infos. Der bekommt die Liste automatisch zugesendet. Der muss sich jetzt nicht mehr neu eintragen. Alle, die noch nicht die Liste angefordert haben oder jetzt neu anfordern wollen, finden die Infos zur Anmeldung, zur Anforderung hier unter diesem Video. Ja, Jürgen, wie viele unserer Zuschauer habe ich mich ja über die Abstauberliste USA gefreut. Ja, ich hatte auch noch selbst Cash an der Seitenlinie. Jetzt steigen aber die Kurse schon wieder. Was macht dich so sicher, dass wir hier nochmal Schnäppchen sehen? Also grundsätzlich sehen wir ja eine technische Erholung und obwohl natürlich die Dynamik zuletzt da durchaus da war, natürlich ausgehend von der Wall Street, ausgehend von guten Inflationsdaten, sind wir natürlich nicht aus dem Schneider. Also wir sehen eine technische Gegenbewegung, der Nasdaq 100, der kann durchaus auch bis 19.500 steigen, der DAX kurz über die 18.000, hat man ungefähr die Hälfte, etwas mehr der vorherigen Verluste wieder wettgemacht, aber wir kommen jetzt in die nachrichtenarme Zeit rein, also September, Oktober. Es gibt nichts von den Unternehmen, die Umsätze sind lau. Und grundsätzlich ist der September, der statistisch gesehen einzige Monat mit einer negativen Performance. Also der ist praktisch prädestiniert dafür, dass die Kurse nochmal zurückkommen. Und damit rechne ich nach wie vor, weil letztendlich natürlich die Rahmenbedingungen ja auch nicht wirklich ausschließlich günstig sind. Ja. Jürgen, in der letzten Abstauberliste hast du dich ja ausschließlich auf US-Aktien fokussiert. Jetzt geht es ja in der neuen Abstauberliste überwiegend um europäische und deutsche Aktien. Wenn wir uns aber mal die ganzen Probleme anschauen, ja die schwache Wirtschaft hierzulande, wie kommst du dann darauf, dass sich jetzt auch ein Einstieg hier in Deutschland lohnen könnte? Also grundsätzlich an der Börse ist alles ja temporär und ich meine die Ampelregierung, ich glaube, dass die Zeit abläuft nächstes Jahr. Die Börse schaut in die Zukunft. Und ich glaube schon, dass man mit einer neuen Regierung auch schnell wieder neue Impulse hier in Deutschland sehen wird. Und dann wird auch das Ausland, ausländische Investoren wieder verstärkt deutsche Aktien in den Fokus nehmen. Grundsätzlich ist die Bewertung deutscher Aktien deutlich niedriger als die der Pendants an der Wall Street. Und wir haben natürlich auch viele Unternehmen, muss man ja dazu sagen, die ja nicht von der deutschen Wirtschaft, also das, was hierzulande läuft, abhängig sind. Das sind Global Player, wenn ich die DAX 40 anschaue und europäische Unternehmen sowieso. Von daher gibt es da wirklich richtig gute Unternehmen, die teilweise auch schon wirklich kräftig korrigiert haben. Aber wenn es im Herbst nochmal zurückgeht, das sind sicherlich auch hier nochmal richtige Schnäppchen möglich. Mhm. Ja, es sind ja auch Leckerwissen dabei aus Europa, wie zum Beispiel eine LVMH oder eine ASML. Jetzt haben die aber schon um einiges korrigiert. Glaubst du, dass wir da noch mal tiefere Kurse sehen? Also grundsätzlich Übertreibungen, die gibt es nach oben und nach unten. Das kennen wir ja. Ne? Nach oben Euphorie groß und unten irgendwann die Angst. Wir haben schon echt starke Abverkäufe gehabt, aber wenn es wirklich gesamt noch mal runtergeht, dann kommen ja auch wieder diese ganzen Argumente, warum nichts mehr geht. Und da wird es die Aktien auch noch mal treffen. Ich glaube zwar, dass wir nicht mehr so weit da unter die Tiefs da zurückfallen. Also theoretisch könnte man wahrscheinlich bei diesen Aktien auch jetzt schon in Position gehen. Aber mit ein bisschen Geduld und Glück ist da sicherlich noch ein bisschen was drin im Herbst. Ja, letzte Frage. Was müssen die Zuschauer jetzt konkret tun, um diese Liste zu bekommen? Gibt es da Updates? Und was passiert, wenn die Kurse einfach weiter steigen? Also grundsätzlich, natürlich gibt es Updates bei uns im Aktienlust Newsletter zu diesen Listen. Und was sie tun müssen, erstmal anfordern, sich zur Seite legen, Geduld haben. Weil wie gesagt, das kann auch noch 6 Wochen dauern, bis das wirklich akut wird, bis es greifbar wird. Und es kann auch sein, dass wir dann die Limits entsprechend noch mal ein bisschen nachjustieren. Das gibt es dann natürlich im Newsletter bei uns, natürlich auch kostenlos, ganz klar. Weil wir wollen das schon punktgenau einfach für unsere Zuschauer machen, dass sie wirklich den bestmöglichen Einstieg dann auch finden. Also, liebe Zuschauer, unter diesem Video gibt es alle Einzelheiten zur Abstauberliste Nummer 2. Und ich hoffe natürlich, dass das ein oder andere Schnäppchen auch für uns aufgeht. Ja, das hoffe ich natürlich auch für euch, für uns. Wie gesagt, es ist
wichtig, dass ihr im Markt immer investiert seid. Das ist ja unser Credo, 70-80% immer dabei sein. Aber jetzt lohnt es sicherlich, Cash aufzubauen. Wir haben einfach einige Probleme, die immer wieder aufploppen können. Und der Markt ist einfach so getrieben, ich wiederhole das immer wieder, nicht Nachrichten machen Kurse, Kurse machen Nachrichten. Allein die letzte Zeit, es gab erst schwache Konjunkturdaten. Dann hat man sich gefreut, weil durch schwache Konjunkturdaten eben die Möglichkeit für die Notenbank höher ist oder wichtiger ist, die Zinsen zu senken. Ja, jetzt gibt es starke Konjunkturdaten, die US-Rendite im freien Markt geht hoch, aber auch das wird gefeiert, weil eben die Wirtschaft wächst. Also man legt sich die Dinge so hin, wie sie sind, aber wenn es irgendwie mal zum Rutschen kommt, dann hat man auch wieder Argumente. Uns ist das alles egal, wir wissen einfach, dass es Wellen gibt an der Börse und dass wir in einer Korrekturphase stecken, die eigentlich auch erst dann vorbei ist mit neuen Hochs. Und davon sind wir in allen Indizes noch ein ordentliches Stück entfernt, von daher abwarten, Geduld haben, Ende August, Mitte September, da kann es nochmal richtig attraktiv werden und dafür ist eben diese Liste gedacht. Also unter dem Video unbedingt anfordern und kostenlos beziehen. Wie gesagt, das ist ein Service von uns an euch, damit ihr wirklich bestens orientiert in den kommenden Börsenherbst gehen könnt. Danke, dass ihr zugeschaut habt.